Hi Leute und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge Let's Build. Gewählt von unseren Patreons zum neuen Patreon-Spiel. Das heißt, dass es jede Woche zwei sehr lange Folgen geben wird. So, starten wir mal. Also, ich habe jetzt einige Mods nochmal deaktiviert, vor allem Mods, die die Grafik des Spiels beeinflussen, die schöneres Wetter und schöneres Wasser versprechen, was aber auf der PS4 sowieso so eine Sache ist. Und ich habe mehrfach versucht, nach dem Deaktivieren und Neusortieren der Mods die Vault zu betreten, Vault 88, leider ohne Erfolg. Schade, schade. Naja, deswegen lassen wir das jetzt. Stattdessen, glaube ich, fangen wir jetzt wirklich mit dem Projekt an, weil die Idee gefällt mir ganz gut, dass wir mit dem Glitch-Mod mal Sanctuary ein bisschen restaurieren. Versuchen, Sanctuary wieder einigermaßen schön zu machen. Und das ist gleichzeitig, das ist, finde ich, nicht nur ein ganz cooles und nettes Projekt, sondern gleichzeitig auch eine ziemlich gute Übung, um mit diesem neuen Place Anywhere Mod gut arbeiten zu können. Denn, wie schon gesagt, hat der einige kleine Probleme oder zumindest, ja, teilweise Schwierigkeiten in der Benutzung, mit denen man bestimmt erst ein bisschen sich vertraut machen muss. Wir haben hier hinten zum Glück eine relativ große Fläche. Die werde ich, glaube ich, immer nutzen, wenn ich Teile frei platzieren will, damit das auch wirklich dann problemlos funktioniert. Na gut, was wir jetzt mal machen müssen, ist, wir suchen uns ein Haus und ich würde sagen, wir fangen mit dem hier an, mit dem wir anfangen. Ganz genau. Und wir suchen uns jetzt eine Wand. So, ich bin aber immer noch ein bisschen verwirrt, weil der Scrap Everything Mod nicht funktioniert. Und der müsste funktionieren. Ich habe jetzt die Ladereihenfolge nochmal überprüft. Die ganzen Mods, mit denen man unschöne Sachen wegscrappen kann, sind in der richtigen Reihenfolge eigentlich. Alle, die ich brauche, habe ich. Ich verstehe nicht, warum ich nicht diesen ganzen Kleinkram, dieses ganze hässliche Zeug am Boden wegscrappen kann. Das sollte nämlich eigentlich funktionieren. Sehr seltsam. Wirklich sehr seltsam. Aber gut. Dann können wir das leider nicht wegmachen. Was wirklich schade ist, weil das würde natürlich auch den Prozessor und den Arbeitsspeicher entlasten, wenn ich den ganzen kleinen hässlichen Müll hier wegmachen könnte, bevor ich neuen Boden drüber lege. Vor allem könnte der neue Boden auch natürlich niedriger sein, je weniger große Objekte rumliegen. Das wäre schon echt wichtig irgendwie. Je länger ich drüber rede, desto mehr merke ich, wie wichtig das wäre, dass der Mod dann doch in der richtigen Reihenfolge ist. Wie kann ich mir denn meine Mods angucken? Mal schauen, was da der Fehler ist. Ja, nämlich schon komisch und echt doof auch. Ach, come on. Was ist denn los? Ich muss mich zurzeit ständig wieder hier einloggen. Das ist super nervig und geht mir furchtbar auf die Nerven, ey. Kann ich nicht einfach eingeloggt bleiben, als ob ich mein Passwort für Bethesda.net wüsste? Also wirklich, wer weiß denn sowas? So ein Quatsch. Niemand weiß das. Naja, das ist jetzt wirklich ein bisschen schade, aber ist egal. Machen wir das zwischen der Folge und der nächsten Folge und fangen jetzt mal an, uns Außenwände auszusuchen und Möglichkeiten zu finden, wie man vielleicht auch das Dach hinkriegen könnte wieder. Also, gehen wir wieder in den Baumodus. Der sich bestimmt irgendwann öffnet, ohne dass das Spiel abstürzt. Ich bin sehr zuversichtlich. Ja, okay. Und jetzt schauen wir gleich mal bei dem wunderbaren USO-Mod, der wahrscheinlich die meisten Wände hat, schätze ich mal. Okay, wir haben hier die Kategorien Wand, Holz und Metall. Aber, ja gut, schauen wir mal. Holz und Metall, Holz. Metall. Das sind, glaube ich, einfach die Standard-Holzteile, ne? Nur wahrscheinlich in mehr Variationen. Nee, nicht mal. Na gut, ich muss mich erst wieder ein bisschen orientieren hier. Aber das sind so ziemlich die Standard-Dinger. Wenn man auf Concrete geht. Ha, interessant. Finde ich auch komisch ein bisschen. Ah, hier. Nee, warte.
Doch, genau, hier sind quasi neue texturierte Versionen der Zementdinger. Hier hätten wir eine Ziegelwand zum Beispiel. Die ist halt schon auch recht dick. Da frage ich mich, ob die vielleicht auf... Na, theoretisch könnte die sogar beide Seiten so einer kaputten Wand bedecken. Aber es sieht halt auch nicht so schön aus. Sehr viele verschiedene Steinversionen. Erinnert an Minecraft hier gerade mich ganz schön. Auf jeden Fall. Home of the Future. Ah, so futuristische Metallwände. Das ist natürlich... Hey, das sind ja sogar... Das ist ja sogar Sanctuary in repariert so ein bisschen, oder? Das wird ja perfekt passen. Ich glaube fast, die müssen wir jetzt mal benutzen. Um mal erste Tests hier durchzuführen, glaube ich. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Aber die hat... das Teil hat diese abgeschrägten Wandteile... Bin mir nicht sicher, ob ich das will. Andererseits gar nicht blöd, gar nicht blöd. Guck mal, weil die Teile hier sind länger als die anderen. Damit kann ich mehr Fläche bedecken. Und die Anschlusspunkte sind uns ja jetzt quasi egal mit dem Place Anywhere Mod, den ich als erstes hätte auspacken müssen, weil jetzt muss ich sehr viel durchs Menü navigieren, damit ich da wieder hinkomme. Aber finden wir schon. Jetzt weiß ich ja, nach was ich suche. Genau, da haben wir schon. Das ging easy. Naja, da haben wir schon das Problem. Irgendwas mag er nicht. Na gut, ich schieb's mal. Ah doch, warte mal, jetzt funktioniert's. Okay, gut. Schauen wir mal, dass wir das hier mal einfach platzieren. Möglichst identisch mit dem alten Türrahmen. Aber gleichzeitig natürlich soll es möglichst wenig oder gar nicht rausglitschen. Alles abdecken, aber auch nicht zu weit vorstehen. Das sehe ich jetzt leider nicht so gut, das Teil. Warte mal. Wie ging das gleich nochmal, dass ich es verschiebe? Ich dachte ehrlich gesagt... Oh, hallo. Hancock, bist du das? Der will... Aha, der sichert sich gleich das Haus. Das Haus wird renoviert. Meins! Ich hab's zuerst gesehen. Ich schätze, so machbar. Das sind Good Neighbor. Was für eine schöne Fahrstuhlmusik, während ich versuche, das Ding hier zu platzieren. Das fängt das sehr gut ein, finde ich. Soll ich es mal so platzieren? Kommt mir nicht gut vor, ehrlich gesagt. Bam. Schauen wir mal. Oh, doch, doch, doch. Das ist in Ordnung. Das ist gut. Okay, okay, okay. Ein Anfang. Aber der Türrahmen ist einen Tick schief, oder? Kann ich das nochmal bitte versuchen? Ja, okay. Grundsätzlich okay, aber ein bisschen weiter. Ja, besser, würde ich behaupten mal. Okay, gut. Dann komm mal mit, Stöckchen. Wir brauchen dich gleich noch. Jetzt muss ich erstmal wieder zurück zu unserem Unlock Settlement Object Mod. Ich bemühe mich, die Namen der Mods häufig auszusprechen, damit wir auch wirklich... damit auch wirklich jeder weiß, wie die heißen, wenn er sie suchen will. Aber man kann es ja auch lesen. USO Integrated ist das hier. Die ganzen USO, also USO-Mods sind hier sehr empfehlenswert. So, ich mache jetzt mal die große Wand, aber auch mal die kleine Wand. Der Vorteil von den Betonteilen ist wirklich, dass man mit den Dingern hier zur Not alles nochmal stopfen kann, wenn da kleine Lücken entstehen zwischen den Wänden. Das ist wirklich super. So, jetzt nehme ich mal die große Wand mit. Wobei wir wahrscheinlich so eine große Fläche ohne Fenster, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob wir das überhaupt haben beim Haus. Und jetzt verdecken wir natürlich auch das Ding die Sicht auf das Haus, aber schauen wir mal, ob wir so einen großen Part überhaupt irgendwo brauchen. Tatsächlich, hier, doch.
Das könnte man sehr schön mit dem da flicken. Das mache ich jetzt auch. Ich möchte wirklich so nah wie möglich an die Wand, ohne dass Sachen durchglitschen. Das ist jetzt die Herausforderung. Sehr schön das Eck hier getroffen. Wow, perfekt. Jetzt muss ich mal schnell schauen, ob das reinglitscht. Es ist eigentlich egal, weil wir können das von innen ja auch nochmal neu tapezieren alles. Aber interessieren würde es mich schon. Ah ja, fast, ey, fast. Hey, jetzt frage ich mich gerade, wenn man das perfekt platziert, könnte man sowohl die Innen- als auch die Außenwand damit abdecken. Aber, das wird schwer. Hey, aber ich habe eine Idee. Ich versuche mal was. Lass mich mal was testen. Wie wär's denn, wenn wir versuchen, die Wand von innen anzubringen? Denn innen ist die Wand relativ glatt und flach. Und wenn ich von innen alles gerade so abdecke, könnte es hinhauen, dass es auch von außen abgedeckt ist quasi. Es müsste innen halt wirklich hauchdünn jetzt sein. Hauchdünn. Im Grunde muss ich es einmal komplett verschwinden. Oh ja, oh ja. Warte mal. Okay, ich platziere es mal. Komm mal mit, Stöckchen, dass ich dich nicht verliere. Dich brauchen wir. Warum läuft hier eigentlich schon wieder ein Radio mit lizenzierter Musik? Eigentlich habe ich... Will ich das nicht. So. Jetzt schaue ich mir das mal von außen an. Jetzt bin ich aber gespannt. Eieiei. Ach, schade, wenn es nicht zu hoch wäre. Das ist jetzt schade, dass es so hoch ist. Das sieht nicht schön aus. Nee, nee, das geht nicht. Aber andererseits, jetzt muss ich nochmal gucken, weil wenn ich es jetzt innen niedriger mache, ist auch wieder doof, glaube ich. Das wird ein kniffliges... Nee, innen kann es viel niedriger, theoretisch. Okay. Innen könnte es theoretisch viel niedriger gehen. Jetzt denke ich mir gerade, das sind zwei so komische Kästchen, ne? Eigentlich, wenn ich es perfekt hauchdünn platziere, müssten beide von diesen komischen hässlichen Kästchen sichtbar sein. Aber das geht irgendwie gar nicht. Nee, irgendwie ist die Wand da ein bisschen schief. Okay, egal. Das klingt gerade voll nach Hotline Miami Soundtrack, finde ich. Hotline Miami hat einen großartigen Soundtrack, deswegen beschwere ich mich nicht. Ich will es nur festhalten. Ah, nein, ein klitzekleines Glitschchen da oben im Eck. Ich lass das mal. Das ist nicht so schlimm. Da kommt ja dann auch noch eine Decke drüber. Das kann man zur Not mit irgendwelchen Bildern an der Wand oder so verstecken. Ah ja, aber hier außen haben wir auch Glitches. Nee, das ist mir jetzt zu umständlich. Das wird mir jetzt gerade zu unzuverlässig, dass man gleichzeitig von innen und von außen... Aber gleichzeitig würde ich halt Teile sparen. Ich muss auch ein bisschen an den Arbeitsspeicher denken. Je mehr oder beziehungsweise je weniger Wände ich platzieren muss... desto schonender für das Spiel. Aber andererseits wäre es doch eh schön, wenn wir innen eine andere Wand hätten als außen. Innen wollen wir ja gar nicht diese blaue Verkleidung, oder? Ja, doch, genau. Wir müssen außen und innen separat machen. Ja, ja. Okay, ihr habt mich überzeugt mit eurem Schweigen. Mit eurem ohrenbetäubenden Schweigen. Dann machen wir es anders.
Dann machen wir wirklich außen und innen separat. Das ist schon okay. Okay, jetzt hole ich mal eine Wand mit Fenster. Ah, diese Hecken nerven mich jetzt schon. Eigentlich sollte ich die scrappen können, aber da schaue ich mal, dass ich das noch repariere. Es ist halt echt irgendwie ein bisschen nervig, weil aktuell, also wirklich ungelogen, verbringe ich mehr Zeit damit rumzubasteln, dass die Sachen funktionieren, als mit dem eigentlichen Spielen. Das macht keinen Spaß mehr. Hey, gibt's hier nur ein Fenster und zwar das mit Gittern? Ah, das finde ich jetzt ein bisschen lame, ehrlich gesagt, aber naja. Nee, finde ich jetzt schon lame. Naja, hilft nichts. Warum gibt's denn dann nicht die anderen Teile mit Fensterrahmen? Wie sehen denn die Böden aus? Die sind... Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Das sind Dächer. Ah ja, ich verstehe. Wie sehen denn die jetzt gerade aus eigentlich? Naja, schön ist was anderes. Na gut, okay. Bleiben wir erstmal bei den Wänden. Ah, das, ich sehe schon, das eröffnet uns Möglichkeiten, Leute. Es wird so toll, wirklich. Da können wir... Oh, oh. Jetzt ist es problematisch mit dem Boden. Den habe ich vergessen, dass der da ist. Ah, doch, es funktioniert. Wow. Ausgezeichnet. Ach, hier sind auch Gitter? Nein, oder? Aber leider haben die eine andere Größe. Das fehlt mir noch. Wahrscheinlich gäbe es das am PC, oder? Dass man die Größe von Objekten verändert. Ach, das ist gar kein Fenster, das ist ein Loch in der Wand. Oh, yeah. Das sind Löcher in der Wand und keine Fenster. Naja, dann. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof mit den Fenstern, weil die Stäbe nicht synchron sein können. Weil das leider... Der Maßstab ein anderer ist. Schade, schade. Wirklich, das ist schade. Da muss ich gleich niesen. So schade finde ich das. Dann brauchen wir eine ganz neue Lösung für die Fenster. Die Fenster müssen komplett neu gemacht werden. Gibt es Items, einfach nur, gibt es einfach nur Fensterrahmen in diesem Mod? Irgendwie, in irgendeiner Form. Einfach nur, ich wüsste ehrlich gesagt nicht wieder wie und wo, aber ich suche mal danach. Vault. Vault brauchen wir, glaube ich, nicht. Modular Boxes brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Nö, nö. Cubes. Doors. Vielleicht eine Tür, die wie ein Fenster aussieht? Nee, ich glaube eher nicht. Ah, Vault-Fenster. Damit könnte man vielleicht was anfangen und so die Fenster reparieren. Leider sind die aber von der Form her alle relativ ungeeignet. Aber theoretisch. Und dann quasi sehr vorsichtig diese Wände um die Fenster rum platzieren. Ja, das ist nicht leicht, aber theoretisch, man könnte schon zwei von diesen Fenstern hier reinbauen, so einfach. Aber ich bin mir noch, schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Schauen wir mal, ob es noch irgendwo anders was Fensterartiges gibt. Aber die Vault-Fenster muss ich mir auf jeden Fall schon mal merken, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Ja, aber bei so Scheunentore und so muss ich jetzt, glaube ich, eigentlich nicht gucken, oder? Gibt es die Türen auch in schön eigentlich? In dem Mod müsste es doch fast geben, oder? Schöne Türen. Fences, Vehicles, Pre-War Buildings sind, glaube ich, wirklich teilweise ganze Gebäude, da werden wir wohl eher nichts finden. Es sei denn, wir wollen die Red Rocket Station einfach direkt in Sanctuary hineinbauen. Aber das wollen wir nicht. Niemand will das. Schade, schade. Beim Möbel, da gibt es zwar unglaublich viel, aber da werde ich keine Fenster finden. Bilder. Nee, Bilder nehmen wir nicht.
Pre-War Settlement Items. Der Mod wird, glaube ich, relativ wichtig, wenn es darum geht, hier Sanctuary dann zu dekorieren. Aber leider sind ja auch wirklich nur Items. Ah ja, hier haben wir auch schönere Pre-War-Türen, aber naja, langweilig. Nee, ich befürchte fast, ne, da haben wir nicht wirklich was. Ah, das sind auch schöne Wände, vielleicht für innen. Ah, yes, das ist gut. Das ist theoretisch zumindest gut. Aber auch gleichzeitig sehr, sehr, sehr problematisch, weil die Wände muss ich jetzt quasi verstecken. Und dann, oh Gott, ich weiß nicht. Ich glaube jetzt schon, dass das eine sehr blöde Idee ist. Los geht's. Blöde Ideen sind mein Spezialgebiet. Die Fenster sind auch sehr schmutzig. Ich weiß gar nicht, ob ich so schmutzige Fenster in meinem schönen, renovierten Sanctuary haben will. Hey, die Fenster haben echt, die Sanctuary-Standardfenster haben sehr komische Proportionen. Einerseits sind die... Also die sind... Ah, komisch sind die. Ich befürchte, das steht jetzt total weit in dem Raum drin, oder? Es geht, aber leider ein bisschen schief. Hä? Was habe ich denn jetzt? Ach so, hä? Warte mal, was? Hä? Ich will das da wegnehmen. Okay, danke. Jetzt ist nämlich auch unser Glitch-Stamm hier reingeglitscht. Ah, das ist alles nicht so gut hier. Das ist alles nicht so gut. Okay. Ja, das ist gut. Jetzt ist es Kunst. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie macht man das jetzt von außen? Jetzt haben wir hier eine Glasscheibe wieder eingefügt, schön und gut. Aber das hilft der Fassade momentan noch nicht. Jetzt überlege ich ehrlich, ob man vielleicht doch nochmal so ein Gitterfenster drüber macht. Ich glaube, dann haben wir zwar ziemlich viel Gitter über dem Fenster. Eine Hochsicherheitssiedlung haben wir dann hier. Nee, das funktioniert einfach nicht mit dem. Das funktioniert nicht. Das sieht, egal wie man es macht, das sieht irgendwie doof aus, oder? Ich glaube schon. Ich platziere das jetzt mal so. So. Und... Es sieht einfach, aber ich weiß keine gute Alternative, aber das sieht eigentlich echt bekloppt aus. Aber wenn mir was Besseres einfallen würde. Aber tut es nicht. Ah, wir könnten hier schon eine Tür einbauen. Das ist ja nicht schlecht. Machen wir doch mal. Das wird uns nämlich jetzt beim Bauen noch total oft stören. Gute Idee. Okay. Ansonsten, ja, ich weiß es nicht, ey. Ich bin nicht glücklich. Ich bin nicht glücklich damit. Ganz und gar nicht. Aber wie gesagt, eine Idee habe ich auch nicht. Wie man es schöner machen könnte. Oh, ich muss mal kurz ein bisschen lauter machen. Das ist nämlich Fallout 2 oder 1 Soundtrack, aber der ist leider sehr leise. Das ist natürlich toll. Muss ich nur dran denken, dass ich den dann wieder leiser mache, bevor das nächste Lied kommt, sonst explodieren uns die Köpfe. Also mir vor allem. Mit meinen Kopfhörern. Nee, das geht überhaupt nicht. Nee, ich lasse das jetzt mal mit dem da.
Aber die Fenster zumauern ist auch doof. Okay, wartet mal. Das wird doch schwieriger, als ich dachte. Oh. Wow, das war kurz. Ist das... Ich dachte, ich habe da ein sehr langes Stück Soundtrack eingebaut. Scheinbar nicht. Scheinbar ist es wirklich sehr kurz. Okay, müssen wir nochmal überarbeiten. Die Playlist. Aber ja, wie gesagt, wie ich vorher schon gesagt habe, ich bin halt mehr am Basteln um das Video rum, als mit den eigentlichen Videos beschäftigt. Na? Ich kann nicht mehr lenken. Okay. Wir könnten auch mal schauen, was es bei Cloth, bei Stoffstrukturen gibt. Ich hätte nämlich gehofft auf irgendwas Kleines, dass man einfach so ein bisschen unscheinbar über oder um die Fenster hängen könnte, aber nie. Gibt's nicht wirklich. Na gut. Also hier gibt's auch keine Spitzdächer und gar nichts. Okay, das ist alles nutzlos hier. Leider. Muss ich leider sagen. Da müssen wir uns wegen Dächern anderweitig umsehen. Aber die Dächer sehen ja auch standardmäßig sehr anders aus. Ich schaue jetzt mal wegen einem guten alten Holzdach vielleicht. Wobei die alle kacke aussehen. Also ich meine, die sehen schon ganz nett aus, aber die sind halt alle so kaputte Nachkriegszeltdächer. Und eigentlich soll ja das, was ich hier mache, renoviert aussehen, neu aussehen. Da geht das nicht. Das geht doch nicht. Ich glaube, hier gibt es auch keine Dächer, die wirklich... Okay, dann muss ich mal... Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht hier bei Barren und Warehouse. Es stimmt wirklich, glaube ich. Die Barren-Dächer sind in relativ gutem Zustand, ne? Ja, kann man auch kaputt machen, kann man aber auch ganz machen. Ich meine, ist halt dann so ein nicht ganz so schönes Blechdach, aber why not? Und das hier... Ich weiß es nicht. Ich habe keine bessere Alternative, aber für unser erstes Haus teste ich das jetzt mal, ob man ein einigermaßen okayes Dach zusammenkriegt mit den Bauteilen hier. Das würde ja schon ein bisschen knifflig und auch irgendwie viel Arbeit, glaube ich. Also viel... Ich muss da sehr viele Sachen platzieren. Ich sollte... Cool, genau das Teil habe ich gesucht. Ist gleich da. Ist gleich neben mir. Perfekt. Okay. Weil jetzt die Dächer in Sanctuary im Vergleich zu den Barndächern wieder riesig sind, weiß ich wirklich wieder gar nicht, ob das überhaupt hinhaut. Das steht hier so über, leider, dieses Blech von dem Haus, aber ja. Ich platziere das jetzt mal hier so. Das sieht jetzt erstmal natürlich total bekloppt aus. Aber ich hoffe, dass das dann mit den anderen Dachteilen und mit der Fassade, die wir dann noch reinglitschen, wieder besser aussehend wird. Aber hier oben stimmt es halt jetzt leider gar nicht. Das habe ich befürchtet. Das wird alles viel kniffliger, als ich dachte. Was vor allem dran liegt, dass hier alles so heftig deformiert und kaputt ist. Leider. Das wäre halt echt cool, wenn die Sachen jetzt wenigstens aneinander glitschen würden, aber so nett sind sie leider nicht. Schade, schade. Also, ich brauche eigentlich mindestens noch eins davon. Das sich gerade nicht mehr platzieren lässt. Hat keinen Bock. Ach ja, ich habe wirklich mit diesem Place Anywhere Mod jetzt ganz vergessen, wie furchtbar das eigentlich ist. Na gut, nehmen wir das nächste Dachteil. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht zu viel platziert habe. Wie gesagt, manchmal. Nee, es passt, okay. Jetzt müssen wir das halt, weil es natürlich sich jetzt nicht anschmiegt automatisch, müssen wir das jetzt einfach mit Augenmaß platzieren. Leider
springen die immer noch, die verändern ihre Höhe nochmal so krass, nachdem ich die Höhe angepasst habe. Was es irgendwie echt super schwer macht, die Höhe sinnvoll anzupassen. Okay. Das alles nur wegen ein bisschen Dach, was man später nie wieder sehen wird. Na, vielleicht fliegt mal ein Vertibird drüber und der denkt sich dann, och, guck mal, das ist aber ein schönes Dach. Und dann schreibt er einen Brief. Lieber Sanctuary-Bewohner, als wir neulich unsere Vertibird-Runden gedreht haben, ist uns mal wieder aufgefallen, dass ihr schöne Dächer habt. Herzlichen Glückwunsch. Und dann freuen wir uns. Das ist der Plan. Ja, ein paar kleine Metalldinger, die hier jetzt durchstehen, müssen wir einfach tolerieren. Da können wir jetzt nichts machen. Ich bin begeistert, wie gut das funktioniert, dass ich wirklich immer die Teile kriege, die ich gerade haben will, tatsächlich. Da hatte ich bei meinen ersten Experimenten mit dem Mod irgendwie Probleme. Da hat er ständig durch eine Wand, die ich eigentlich haben wollte, durchgefasst quasi. Und ich habe irgendwelche Möbel rausgeholt aus dem Gebäude. Aber jetzt gerade, bis jetzt zumindest, funktioniert das eigentlich immer absolut wunderbar. Meistens zumindest. Ha, zu früh gesprochen. Zu früh gefreut. Was habe ich? Ja, guck, jetzt passiert schon. Ah. Jetzt haben wir schon irgendein Kabel von irgendwo her. Ah, gut, okay. Oh nein. Ja, ups, das ist jetzt, naja, aber das Dach muss eigentlich eh ordentlich überstehen. Vor allem auf der Seite, da sogar noch mehr als auf der anderen Seite. Ich überlege ehrlich gesagt, aber eigentlich ist es egal, das Dach hier zu das Dach hier mit der offenen Seite zu benutzen. Aber wie gesagt, eigentlich ist es wurscht. Das muss ja eh noch überkleistert werden dann letztendlich. Ich leg's mal auf den Boden. Und hol mal unseren Cheat-Stempel. Man könnte natürlich auch, denke ich zumindest, ich hab's nie getestet, aber ich denke, man könnte auch problemlos mehrere Cheat-Stempel gleichzeitig benutzen. Also parallel. Und jetzt finde ich unseren Cheat-Stempel eh nicht mehr. Habe ich den schon weggeräumt oder wo ist der hingecheatet worden? Cheat-Stempel! Wo bist du? Ohne unseren Cheat-Stempel sind wir machtlos. Naja, dann bauen wir uns einen neuen Cheat-Stempel. Das ist wirklich... Ich frage mich, wie dieser Workaround funktioniert. Weil eigentlich hat es immer geheißen, Place Anywhere Mods... Also viele Modder haben von Anfang an gesagt, so ein Place Anywhere Mod für die PS4 ist unmöglich. Aber das ist immer so eine Sache, wenn Leute sagen, irgendwas ist unmöglich, meinen sie damit, ich wüsste nicht, wie es gehen soll. Und dann kam tatsächlich der erste Place Anywhere Mod für die PS4. Der war aber ein schreckliches, also furchtbar. Ich habe den nicht benutzt, weil er so umständlich und doof war. Und jetzt kam dann irgendwann, also bestimmt auch schon wieder vor Jahren, aber ich kannte ihn nicht, kam eben dieser Place Anywhere Mod, den wir jetzt benutzen, der auf dem anderen aufbaut, der so ein totales Geflunsel ist. Und im Endeffekt, glaube ich, nutzt er so ein bisschen diese Gruppierungsmechanik des Spiels aus. Ich wollte gerade sagen, ähnlich wie der Teppichglitch. Aber ich glaube nicht ganz wie der Teppichglitch.
Es gab schon vorher so Workarounds für den Editor, ganz ohne Mods, dass man Objekte schöner platzieren kann, wenn man sie in Gruppen mit anderen Objekten zusammenreiht. Also wenn man auf dem Auswählen-Knopf auf der Auswählen-Taste länger drauf bleibt, nimmt man gleich ganze Gruppen von Items. Damit konnte man früher auch schon ein bisschen rumglitschen. Und ich glaube, das macht sich dieser Mod jetzt irgendwie zunutze. Wie, wo, wann, was, warum, das weiß ich nicht. Das weiß niemand. So, Strukturen. Nein, stimmt ja nicht mal. Wir müssen hier hin, genau. Hier hätte ich natürlich auch mal beim Warehouse gucken können. Da hätten wir natürlich noch andere Dachmöglichkeiten. Zum Beispiel die da. Oder die da. Oder die da, die da am Eingang steht. Oder die da, die dir den Kopf verdreht. Oder die da, die mit dem dicken Pulli an, Mann. Nein. Es ist das Dach, das freitags nicht kann. Wir könnten sowas einfach auf das Haus draufsetzen. Ich sag nur, wir könnten. Ich sag nicht, ich finde das in irgendeiner Form gut oder so. Ich sag nur, wir könnten, wenn wir wirklich, wirklich wollten. Was ist denn das da? Ah, warte mal, irgendwie neue Texturen. Ah, das hätte ich mir vorher anschauen sollen. Mit verschiedenen Holztexturen. Okay. Mit grüner Farbe. Mhm. Achso, das sind alles Dark Red Bricks. Ah, rote Ziegelsteine. Auch nicht schlecht, finde ich. Gar nicht schlecht. Wäre vielleicht sogar schöner gewesen, finde ich jetzt gerade fürs Dach. Könnte man ja alles noch machen, theoretisch. Ich meine, es gäbe hier Teile, glaube ich, dass man zumindest die Front hier wahrscheinlich einigermaßen auffüllen könnte, oder? Mit roten Ziegeln. Da müsste man auch wieder viele Rodel-Zodel-Objekte ineinander glitschen und hoffen, dass das eine einigermaßen schöne Fläche ergibt. Rodel-Zodel-Todel. Textelwechsel. Ja, das wäre spannend, um es positiv zu formulieren. Das wäre ein spannendes Unterfangen, hier alles mit Ziegelsteinen vollzustopfen. Da wäre eine Textur besser, die glatter ist, wo man es nicht so stark merkt, wenn da einfach mal zwei nicht ganz so sauber ineinander geglitscht sind. Wäre da eine bessere Idee. Ach Gott, oh Gott. Ich krieg meine ersten Zweifel, ob das alles so eine gute Idee war. Oh, es gibt Home of the Future Barren-Texturen. Das ist nicht schlecht. So könnte man nämlich diese seltsamen Fenster überkleben einfach. Die sind ehrlich gesagt ein bisschen hoch, die ganzen Teile, aber gut. Aber dann haben wir so komische schwarze Fenster. Ist aber ehrlich gesagt, finde ich jetzt so spontan, aktuell die beste Lösung. Wenn es immer kacke aussieht, egal was ich mache, wird es einfach zugespachtelt. Dann haben wir schwarze, undurchsichtige Fenster. Ja, ich finde es auch komisch, aber irgendwie wäre es mir lieber als alle anderen Alternativen. Hey, und mit den Teilen könnte man dann tatsächlich auch versuchen, hier vorne die Front zuzukleistern. Oh, das Dach passt viel besser als das Dach, das ich jetzt da stundenlang gebaut habe oben. Oh, das passt viel besser. Zwei davon. Und wir haben die... Oh, guckt euch das an, das ist genau dafür gemacht. Ja, ich wollte hier eigentlich tatsächlich eine andere Textur haben. Man könnte, das ist auch, ja, okay, aha, mhm. Man könnte hier nämlich auch House of the Future in einer anderen Textur nehmen. Aber hier wird es schmutzig und hässlich. Schade. Schade, dass es nur die blaue Textur in schön gibt. Na, aber dann ist wieder ranzig. Ranzig will ich nicht. Ich meine, es ist weniger ranzig. Das ist, ne, das ist so Rollenspielprogression. Unten haben wir Level 1 Charakter, oben haben wir Level 10 Charakter und das ist dann Level 100. Blank wie Schnee. Nee, irgendwie gibt's leider nur Blau in Privar, genau. Schade. Aber gut, würde ich trotzdem machen. Machen wir, das sieht dann, glaube ich, echt total scheiße aus und langweilig.
Aber das machen wir. Ja, scheiße und langweilig. Das ist mein zweiter Vorname. Und mein dritter. Nein. Komm schon. Komm schon, Zeppoloni, scheiße, langweilig, Bird Rider. Jetzt streng dich mal ein bisschen an. Hi, Duken, würde ich sagen. Warum? Weiß ich auch nicht. Nehmen wir nochmal das Gleiche. Die gleiche Seite vom Dach. Eigentlich bin ich mir nicht sicher, aber schauen wir mal. Ob das so sinnvoll ist hier. Ah, man kann die schon auch gut ineinander glitschen lassen, theoretisch, glaube ich. Dass das wirklich... Ja, ist er, super ist er das. Hallo, wo ist es denn jetzt? Ah, da. Jetzt wäre es wirklich gut, wenn das Teil da oben weg wäre. Okay, komm. Muss ich nochmal kurz... Gleich. Ich bin gleich wieder da. Bin gleich wieder bei dir, Teil. Aber das funktioniert. It's working! Dach verschrotten. Und wahrscheinlich muss ich euch alle verschrotten, aber ich lasse euch mal noch kurz. Und dann haben wir ein schönes neues Sanctuary bald. Naja. So. Weil ich würde natürlich hier gerne den Dachgiebel quasi abdecken. Also das soll quasi so ziemlich die Mitte des Daches treffen. Okay, jetzt läuft die Aufnahme wieder. Es war gerade der Festplattenspeicher voll bei mir. Das ist wirklich ein Problem, mein Festplattenspeicher aktuell, Mensch. Naja, gut, muss ich besser drauf achten in Zukunft. Aber auf jeden Fall würde ich eben gern genau oben die Spitze des Daches treffen und gleichzeitig natürlich mit dem unteren Dachteil perfekt fusionieren. Aber leider glitscht mir das Teil immer wieder so weit nach unten. Das ist nicht nett. Ah, danke, Baum, mit deinem blöden Blatt. Jetzt sehe ich genau die wichtigen Stellen nicht. Aber so komme ich nicht hoch genug. Das ist wirklich blöd. Warum muss denn das immer wieder so nach unten springen? Hör doch auf, so nach unten zu springen. Ist ja so schön, das zu platzieren, wenn man nicht dauernd springen würde. Aber es springt. Wie bekloppt. Jetzt hör doch auf. Wie hoch muss ich es denn machen, damit es nicht... Okay, jetzt ist es zu hoch. Ah, oh, das wäre gut gewesen. Nein, hör doch auf. Aber das ist gut. Immer wenn ich mich räuspern muss, immer wenn ich jetzt die Versetzen-Taste drücke, dann aber es springt immer drei Stufen. Es springt immer, wenn ich drücke, wenn ich loslasse und wenn ich mich bewege. Ah, oh, das ist blöd. Das ist wirklich ein sehr komischer Bug hier, oder? Ich drücke X, lass X los, beweg mich. Bei den drei Aktionen springt es doch immer nach unten. Und ich kann leider nichts dagegen tun, weil jetzt springt es wieder zu tief, wenn ich mich jetzt bewege. Ja. Aber irgendwie springt es immer auf die gleichen Ebenen, oder? Egal, wie hoch ich es versetze. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich muss es... Warte mal, machen wir zu. Ein Sprung, zwei Sprung, drei Sprung. Schauen wir mal. Ja! Es hat funktioniert. Wie cool. Leider ist das irgendwie anscheinend nicht ganz gerade. Ich habe das Gefühl, das wird nach hinten raus ein bisschen flacher. Ich kann nämlich die beiden Teile nicht richtig gut ineinander fusionieren, glaube ich. Oder? Na doch, eigentlich schon. Ich habe nur das hintere ein bisschen zu weit nach hinten gebaut, weil hier wieder die hässliche alte Verkleidung so weit übersteht. Deswegen muss im Grunde fast das neue Dach auch so weit überstehen. Was eigentlich kein Problem ist. Das kann so weit überstehen. Es wird jetzt nur schwer, das einigermaßen geradlinig da oben hinzukriegen. Naja,
nehmen wir es mal. Jetzt müsste ich halt das da oben wieder verschieben nochmal leider. Ach, wenn ich jetzt einfach nur, wisst ihr, es wäre so schön, wenn es auf der PS4 gehen würde, dass ich das jetzt einfach platziere und fertig. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man das nicht einfach darf. Ich verstehe nicht, warum einem das Spiel das verbietet. Man kann sich ja nicht mal irgendwelche gecheateten Vorteile oder sowas verschaffen, die einem im Spiel dann irgendwie weiterbringen oder das Balancing kaputt machen. Es ist ja nur optisch. Es ist ja nur... Es wäre total wurscht. Ich meine, man könnte dann theoretisch vielleicht, weiß ich nicht, verschiedene Geschütztürme ineinander glitschen. Das wäre jetzt aber schon das, also der krasseste Exploit, der mir jetzt spontan einfallen würde. Deswegen verstehe ich wirklich gar nicht, warum man das überhaupt so gemacht hat, dass Sachen nicht ineinander glitschen dürfen. Oder dass man das zumindest als Option anbietet oder nachpatcht. Ja gut, aber wir reden hier von Bethesda. Die haben es nicht so mit nachpatchen. Spiel ist raus, dann nächstes Projekt. Aber die ganzen Bugs, ja, das macht die Community. Da klauen wir ein halbes Jahr später den Community-Patch vielleicht. Mal schauen. So ein bisschen arbeiten die bei ihren Spielen immer. Ich möchte dieses Dach hier schön platzieren. Verdammt nochmal. Ist denn das zu viel verlangt? Scheinbar. Das Problem ist nämlich, dass ich mir nicht sicher bin. Eben, das muss, glaube ich, eher sogar... Also, ja. Ich muss das weiter wegschieben. Der Baum, ey. Oh, dieser Baum. Kann ich den Baum wegscrappen? Das wäre gut. Yeah. Verschwinde, Baum, ey. Du hast mich zum letzten Mal hier gestört. Du auch. Weg mit dir. Weg mit dir. So. Besser. Wir können dann nachher wieder neue Bäume platzieren, wenn wir wollen. Aber die stören mich gerade massiv. Ach, come on. Was ist denn jetzt? Okay. Ich muss das nämlich viel weiter von mir wegschieben, damit ich das hier wirklich sehen kann, wie es... Quasi sowohl oben als auch mit der Seite des Hauses muss das übereinglitschen. Ich hätte das untere Teil erst machen sollen, weil das obere ist einfach nicht gerade. Aber ich glaube, so geht es einigermaßen, oder? So, glaube ich, passt es für alle Beteiligten. Ja, wunderbar. Von oben befürchte ich halt jetzt. Das ist jetzt wieder die Frage. Von oben wird es jetzt wieder blöd aussehen, weil der ganze alte Kram durchsteht wahrscheinlich. Ja, aber ehrlich gesagt, da pupse ich jetzt drauf. Das kann mir jetzt mal wirklich egal sein. Dann stehen halt hier. Da muss halt mal wieder wer das Dach sauber machen, wenn das hier fertig ist. Ja, aber das Teil ist total scheps. Das ist total schief. Guckt euch das an, das geht überhaupt nicht. Egal. Also das werden wir doch verschönern, aber jetzt gerade ist es mir egal. Jetzt hätte ich gern das Gegenstück hierzu. Gibt es vielleicht auch... Es muss doch dazu ein Gegenstück geben. Ist es das? Nee. Und das glitschen wir hier noch so rein. Das könnte funktionieren. Das ist gut. Du, du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Okay, das würde jetzt zwar funktionieren, aber da merkt man, wie furchtbar schief das ist. Aber wo war denn... Jetzt finde ich nicht mal mehr das Teil, das ich gerade benutzt habe. Das ist es. Gibt's das ernsthaft nicht in gespiegelt? Wollt ihr mich jetzt irgendwie verarschen? Gibt es das nicht mit der Wand auf der anderen Seite, bitte? Hallo? Das ist bizarr. Ich schau mal, aber hier gibt es keine Dachteile, oder? Nee. Hier könnte man natürlich, das ist natürlich auch nicht schlecht, auf die alten Plattformen später gleich ganze Häuser platzieren, wenn man will. Aber das ist ein bisschen langweilig.
Ah, es gibt die schon auch. Nee, warte mal. Ach, die sind nur von einer Seite durchsichtig. Von innen durchsichtig, von außen nicht. Das ist ziemlich gut, glaube ich. Da kann man mitarbeiten, denke ich. Dann könnte man die Fenster zumindest von außen schön machen und von innen muss man halt dann mal gucken. Aber da machen wir uns dann Sorgen, wenn es soweit ist. Whatever. Na gut, okay. Anscheinend gibt es tatsächlich dieses Dachteil. Ah, warte mal. Oder ist es das da? Ja. Na also. Mensch. Ich mach mich nicht fertig hier. Ja, nee, das Teil ist komplett schief. Das heißt, ich fange am besten von der Seite nochmal hier mit dem da an. Weil das kann man hier recht schön an den beiden Kanten des Hauses ausmachen. Und orientiere das zweite anhand des ersten und kann dann das Teil nochmal. Ah. Aber das ist jetzt schon irgendwie ziemlich cool. Das macht mir jetzt schon irgendwie Spaß hier. Oder? Das ist schon irgendwie cool. Ich meine, ich platziere seit einer Stunde hier zwei Dächer oder so. Aber irgendwie ist es cool. Coole Dächer. Oh, die Hecke. Ich habe gewusst, die Hecke wird noch zum Problem. Ich hasse diese Hecke. Das wird wirklich schwer, dann am Schluss alle diese Teile miteinander zu fusionieren. Also auf die gleiche Nerv. Im Grunde, ja, es stimmt schon. Ich habe schon recht. Ich habe schon recht. Ich sollte auf mich hören. Das alles auf die gleiche Höhe zu bringen und das alles auf die gleiche Entfernung von der Wand zu bringen, wird unmöglich, wenn ich das nicht Teil für Teil mache. Wenn ich jetzt nicht das da oben nochmal neu platziere. Ich muss das zusammenhängend machen. Anders geht's nicht. So müsste es eher passen. Dann steht halt jetzt wieder hässlicher Bart durch. Ein bisschen hässlicher Bart steht dann am Ende wahrscheinlich durch. Aber vielleicht kann man da ein bisschen mit Dekoration rumtricksen. Vielleicht kann ich da irgendwelche Rohre oder Maschinenteile oder na, so Zirkulations-Klimaanlagen-Dinger, irgendwie sowas reinglitschen vielleicht. Das wäre eventuell eine Möglichkeit. Juhu. Okay. Erkennt ihr das Lied? Das ist das Intro von Lorecore. what? Ah ja. Okay, so. Na, nicht ganz. So müsste es jetzt ungefähr genau passen. Dann muss das da wieder höher. Ja, schade, dass hier so viel hässliches Bartzeug durchsteht. Die beiden glitschen hier ein bisschen ineinander, aber perfekt kann man das eigentlich fast kaum. Ich wollte sagen, nicht, aber das stimmt nicht. Aber kaum machen. Deswegen. Pff, whatever. So, komm her, du Lümmel. Jetzt müssen wir uns hier nochmal. Ich muss mich jetzt am Anfang echt hier ein bisschen konzentrieren mit diesem Place Anywhere Mod. Es wird mit der Zeit leichter wahrscheinlich. Jetzt gerade liegt mein ganzer Fokus nur drauf, die Teile richtig zu bewegen und hinzubiegen. Deswegen habe ich nicht so viel Hirnkapazität, um über andere Sachen zu reden. Ich bin ja gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie das wird, wenn es fertig ist. Wird's cool? Passt's am Schluss alles ineinander und sieht cool aus? Oder sieht's am Schluss schlimmer aus wie vorher, weil es ein riesiges Durcheinander wird? Ehrlich gesagt, ist es hier schon ein Durcheinander und ich weiß nicht genau warum. Das da ist viel niedriger als das da. Hey, das könnte funktionieren. Ha, yeah. Eigentlich müsste das nämlich auf die Höhe und dann stimmt überhaupt nicht mehr mit dem drüber überein. Was ist da schiefgelaufen?
Ach, das ist hier ein bisschen krumm auch am Eck. Ganz doof. Können wir hier so einen kleinen Kompromiss machen? Nee, es sieht immer doof aus, ne? Ist immer doof. Ach ja, genau. Stimmt. So kann ich es ja leider nicht machen. Das ist echt so beschissen. Okay. Weißt du was, ich sollte einfach so lassen, wie es vorher war. Das war schon in Ordnung. Ich befürchte, das wird alles ein bisschen schwieriger, als ich mir das in meiner Naivität, in meinen naiven Träumen vorgestellt habe. Da kann man im Grunde jetzt nur ein bisschen nachhelfen, indem ich hier vielleicht gleich jetzt, damit wir am Schluss keine Probleme kriegen, so ein Teil, nee. Ja, aber das hat so einen riesigen weißen Balken. Gibt's das auch ohne riesigen weißen Balken? Bitte? Nee, cool. Gibt fast alle Teile, die ich brauche. Aber halt nur fast. Na, mal schauen, ob wir das dann mit der Wand des unteren Stockwerks dann vielleicht reparieren am besten. Jetzt würden hier noch ein paar Teile fehlen. Da würde ich jetzt mal versuchen, zwei von denen reinzuglitschen am besten. Denke ich, dass das am besten wäre. Oder wir machen hier ein Fenster, das gar nicht wirklich existiert. Das wäre auch eine Option. Dann müsste man aber gucken, wie man links und rechts davon das auffüllt. Oder zwei so Fenster, die gar nicht existieren da oben. So ungefähr ineinander gemorpht. Wenn, dann müsste es ungefähr so sein. Jetzt ist halt die Wand unten. Das ist alles problematisch. I see. Ah ja. Damit könnte man das vielleicht machen. Mit zwei von denen. Okay, versuchen wir es mal. Glitzstock, komm her. Hä? Warte mal. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Okay, jetzt verstehe ich es wieder. Oh, nee. Ha, diesmal ist es blöderweise nicht runtergeglitscht. Diesmal wollte ich, dass es runterglitscht. Hä? Das glitscht jetzt nicht, wenn ich mich bewege. Doch schon irgendwie. Manchmal aber nur. Ah, wenn ich mich schnell genug bewege, glitscht es nur zweimal nach unten. Okay, gut zu wissen. Damit kann man arbeiten. Ja, ja. Auch hier muss man erst wieder die ganzen komischen Quirks und Fehler der ganzen Sache lernen, damit man sie dann ausnutzen kann oder umgehen kann zumindest. Ja, hässliche, komische Metallblechstreben sind hässlich, aber ich kann nichts dagegen tun jetzt. Nee, warte mal, das ist jetzt total, oder? Nur schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es ist, wenn wir das da platzieren. Naja, ich meine, irgendwie funktioniert es, aber ob es besser ist als vorher, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ach ja, hey, ich meine, naja, okay. Hey, aber jetzt mal ehrlich, wenn jetzt diese hässlichen Metallstreben von drunter nicht durchstehen würden, wäre es gar nicht so schlimm. Aber ich merke jetzt erst, dass ich nicht schief gebaut habe oben. Das ist unten schon ungefähr eine Kante, das passt schon. Das ganze Haus ist verdammt schief. Das ist das Problem. Ha. Ja, wie gesagt, ich werde versuchen, das dann am Schluss irgendwie zu verschleiern, indem man irgendwas draufklebt. Wie zum Beispiel eine Waschmaschine. So ungefähr.
perfekt. Nur eben, dass es keine Waschmaschine sein sollte, sondern irgendwas, das plausiblerweise außen seitlich an so einem Haus hängen könnte. Wie zum Beispiel Lampen. Ja, wenn wir sehr große Landwampen, das ist das, was ich habe. Ich habe eine Landwampe. Ein Wal hat eine Seelampe. Und was ich brauche, ist aber eine Wandlampe. Puh, nicht verwechseln. Ist gefährlich. So. Die Landwampe. Na gut, Leute, machen wir für heute Schluss jetzt, würde ich sagen. Es ist höchste Zeit. Beim nächsten Mal bauen wir weiter. Ich bin gerade ein bisschen zwiegespalten. Einerseits denke ich mir, also heute auch in der Folge, schwankte ich die ganze Zeit zwischen, oh, dann haben wir das und das Problem, wenn ich das mache. Oh, das wird schwierig. Und zwischen, ach ja, okay, aber das wird schon. Ich bin gespannt, was sich langfristig durchsetzen wird. Verzweiflung oder Hoffnung? Schauen wir mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.